Im Elternhaus Thierry Langers ist kurz vor 7 Uhr schon einiges los. Eltern, Geschwister, Onkel und Tanten wollen natürlich hautnah miterleben, wie Thierry als erster Ostbelger überhaupt bei den Olympischen Winterspielen an den Start geht. Während die Mutter Anita vor Aufregung es bevorzugt, lieber im Hintergrund mitzufiebern, hat Vater Ewald auch alles auf dem Tablet im Blick. Denn die Wahrscheinlichkeit, Thierry bei der Fernsehübertragung zu sehen, ist sehr gering. Um 7.47 Uhr steigt die Spannung im Wohnzimmer, als Thierry mit der Startnummer 94 sich auf die Strecke begibt. Die Zwischenzeiten hat Vater Ewald immer im Blick. Und es sieht gut aus, denn nach und nach arbeitet sich Thierry nach vorne. Nach 37 Minuten und 45 Sekunden beendet Langer das Rennen in Pyeongchang als 66. Das sorgt im Wohnzimmer der Langers für einen kurzen Moment der Freude. Mit Stolz blickt die Familie zurück auf die Leistung ihres Sohnes. Man ist schon stolz, wenn der Sohn mitläuft und er im Fernsehen gezeigt wird. Die letzten Wochen haben wir ihn ja schon öfters gesehen, auch beim Biathlon. Also er ist jetzt auch da angekommen, dass er international zu sehen ist ab und zu. Thierry Langer hat bei seinen ersten Olympischen Winterspielen das abgeliefert, was er erwartet hat. Also mit meinem Rennen bin ich schon wirklich zufrieden. Jetzt heute kam einiges zusammen. Es war richtig tolles Wetter. Der Ski lief super. Begeisterung im Stadion hat man wirklich gefühlt. Und mit meiner Leistung bin ich auf jeden Fall auch zufrieden. Ich denke, das war schon eins meiner besten Rennen, wenn nicht das beste Rennen meiner ganzen Saison, was ja das Ziel war. Und jetzt als nächstes schaue ich dann auf die nächsten Tage, um da ein bisschen das Ganze hier zu genießen, Sightseeing zu betreiben, die anderen belgischen Athleten anzufeuern. Und ich genieße jetzt einfach. Nun kann Langer das nächste Ziel ins Auge fassen. Der Hunger nach Olympia ist noch nicht gestillt. Die Spiele 2022 in Peking sind ein neues Ziel. Diesmal aber im Biathlon.